Oh, das ist eine Legend. Oh, das ist aber eine dicke Legend und die nicht mal, aber sowas von mit, vor allem noch in dem Jersey. Richtig geil. Weil sonst sieht man das ja nur von den Celtics, aber das ist natürlich eine Bombe. Ja, mal eine richtige Bombe. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir haben direkt aus Amerika von Panini diese schöne Box bekommen, nämlich die Mosaik-Serie. Garantiert ein Autogramm. Was haben wir noch Schönes drin? 20 Prism Parallels, natürlich sehr schön. Und Rookie Eruption, Transfluence Inserts, Stained Glass war natürlich richtig cool. Also, wir schauen uns die ganze Sache mal von innen an. Also in dem Pack sind 15 Karten. Da ist schon eine ordentliche Anzahl an Parallels dabei. Und wie man sieht, was macht man nicht alles für gute Grades? Wir gehen auch mit Handschuhen ran, damit es ein bisschen besser wird. So, und dann haben wir ja schon mal den ersten Produktionsstaub drauf mit Rishon Holmes. Ist gar nicht so einfach mit den Handschuhen. Dann, okay, die Base, Luka Doncic. Ich weiß auch gar nicht, warum da so viel Staub drauf ist. Frisch aus dem Pack, schon mal schwierig. Killian Hayes. Rudy Gay. Noch unterwegs in Utah. Dann haben wir Zion. Iggy. Alec Burks. Nix. Frisch gebackener All-Star, Bam Adebayo, dann kommt das erste Parallel. Wir gehen mal langsam rein. Das ist Portland, das ist Lillard. Okay, die sieht aber cool aus. Die könnte die nummeriert sein. Gehen wir mal kurz zur Seite. Könnte die nummeriert sein? Naja, aber das ist eine coole Karte, so mit diesem Silbergold. Vielleicht was wert. So, da hat man eh schon gesehen. Erster Rookie und zwar richtig ein dicker mit NBA-Debüt. Jalen Green. Und dann kommt schon das nächste Parallel. Okay, ich glaube, für das nächste Pack gehen wir ohne Handschuhe rein, weil die Baumwollhandschuhe, so funktioniert das nicht. Stairmaster, das ist Rudy Gobert. Das ist mal jetzt nicht so. Oh, das ist ja ein richtiger Banger. Oder ist er ein richtiger Banger? Jalen Green, 7 zu 25. Zu 25 Jalen Green, da nehmen wir aber sowas von mit, dem Dreh. Richtig geil. Okay, dann haben wir noch Stairmasters Rudy Gobert. Nochmal Stairmasters Kawhi Leonard. Das ist ja Mosaik, ich weiß, warum Mosaik eins meiner Lieblingsserien ist. Dann haben wir noch Bones Highland Rookie, jawohl, und noch Ja Morant National Pride. Und die sieht ja echt cool aus. National Pride sind die schöne Parallels. Super Geschichte. Und dann haben wir noch Robinson Earl Rookie von OKC. Und nachdem das erste Pack ein bisschen holprig war, gehen wir jetzt mal hoffentlich ein bisschen flüssiger ins nächste rein. Ja, das erste Pack war auch super genial, aber ich verstehe nicht, wie dieser ganze Staub und Produktionsstaub da schon aus frischen Packs rauskommen kann. Okay, Jamal Murray, Patty Mills bei den Nets, Monte Morris, Yuta Watanabe, Devonte Graham, Joe Ingles, Devin Booker, Chris Paul und da glitzert schon. Das ist Magic. Okay, wäre natürlich cool, wenn es. Das ist Jalen Suggs, ja, okay, Rookie. Nice. Dann haben wir von den Cavaliers, ah, das ist noch Markkanen bei den Cavaliers, aber die sieht auch special aus. Da gucken wir uns gleich mal die Nummerierung, da gucken wir erstmal Suggs an. Suggs nicht nummeriert, aber auch eine coole Rookie-Karte. Dann Markkanen,
Ich glaube, der ist nummeriert. So war das dann vorher auch bei den Packs. Was haben wir hier? Mosaic sieht schon gut aus. Oh, nochmal Jalen Green. Was ist das für eine Introductions? Und dass die Marke dann, obwohl sie richtig fett aussieht, auch neuer All-Star, by the way. Aber diesmal halt für Utah. Performen auch richtig gut. Jalen Green, nochmal Introduction. Dann haben wir eine Montage. Und das ist OKC. SGA, sehr schön, Number One, war nicht nummeriert, aber das ist natürlich auch ein cooles Parallel, also Mosaic, wunderschöne Serie, gut, jetzt kommen eh nicht mehr, die ist auch nicht nummeriert, kann auch nicht neben dann sein, dann haben wir Austin Reeves Rookie, sehr schön, wir haben Mamukashvili, Sandro und Herbert Jones. Dort. Bogdan Bogdanovic, Jakob Poeltl, Jordan Clarkson, Obi Toppin, DeMar DeRozan, Maxi Kleber, oh, da ist schon das Autogramm, ich habe es nicht gesehen, aber es sind Autographs, oh bitte, oh, das ist eine Legend. Oh, das ist aber eine dicke Legend und die nehmen wir aber sowas von mit, vor allem noch in dem Jersey. Richtig geil. Weil sonst sieht man das ja nur von den Celtics, aber das ist natürlich eine Bombe. Aber eine richtige Bombe. Oh, sei nummeriert, please. Please, bitte sei nummeriert. Aber nehme ich sowas von mit. Ja, das ist richtig geil. Das ist aber mal eine Bombenkarte. So eine geile Legend. In dem Design. Richtig geil. So, wir machen weiter. Nochmal mit Patty Mills. Und danach kommt OKC. Robinson Earl Rookie. Dann kommt nochmal Stairmasters. Oh, das ist Clay. Sehr schön. Und was haben wir hier? Ist das nochmal. Oh, Starting 5. Oh, was ist das für eine coole Karte? Was ist das überhaupt für ein Pack? Starting 5 und das sind doch die Knicks, die ja gerade echt Gas geben. Und das ist eine coole Karte. Dann haben wir noch Primo, Kai Jones Rookie und Bradley Beal. So, aber jetzt gehen wir mal hier rein. Boah, also das habe ich ja noch nie gesehen, die Starting 5. Sieht richtig cool aus. Ja, ich so, wäre doch was für Q, hä? Q's Cards. Großer Knicks-Fan. Stairmaster auch nicht nummeriert. Und die wird auch nicht nummeriert sein von Robinson Earl. So, die Box macht richtig Spaß bis jetzt. So, bin auch schon mehr als happy mit hier John Collins, Jay Crowder, Lonzo Ball. Ja, leider immer noch verletzt. Manuel Quickly. Die Andrew Hunter, Zadig Bey, Will Barton, Nick Claxton, Monte Morris und dann Utah Jazz. Oh, Rudy Gay haben wir vorher schon gesehen. Auch nochmal auf seinen letzten Metern, Rudy Gay. Dann werden wir wahrscheinlich einen drehen müssen. Oh, die sieht ja richtig brutal aus, aber schauen wir uns erstmal die andere an. Rising Star. Und das ist Mr. Ja Morant, Rising Stars, cool. Auch eine wunderschöne Karte. Eine richtig coole Karte, aber die da drunter sieht ja mega aus. Ist das ein Stained Glass? Ist das ein Stained Glass? Von Kawhi Leonard? Swagger, boah. Mega Karte, ne? Boah, wie geil sieht denn die aus? Also da ist dann aber mal ein Programm. Noch Kyrie Irving fragt gerade nach, oder fragt gerade nach dem Trade. Charles Bassey, Rookie, auch schön. Und Aaron Wiggins. Jetzt müssen wir uns mal die Karte nochmal hier genauer anschauen. Aber die Swagger-Karte ist natürlich ein brutaler Brecher. Die sieht richtig schön aus. Und Rising Stars wird auch nicht nummeriert sein, aber Ja auch cool. Und Rudy Gay auch keine Nummerierung. So, wir machen weiter mit CJ McCollum.
Dann haben wir Pascal Siakam, cooles Bild. Mica Zubac. Wutsch. Zwei Kroaten nacheinander. Joe Harris. Dennis Schröder. Ja, das ist ja auch geil, noch für die Rockets. Man, das ist echt, kommt schon mitten oder zum All-Star-Break der anderen Saison und dann rennt er noch im Rockets-Jersey rum. Norman Powell. Hachimura. So, dann haben wir das nächste. Das sind die Suns. Das ist Chris Paul. All-NBA. Ja, das war auch eine coole Karte. Nummerieren schauen wir uns nachher an. Dann nochmal den nächsten Suns. Who's That? Cameron Payne. Auch geile Karte, aber Spieler ist natürlich jetzt nicht ganz so prickelnd. Die Parallels sind eh Bomber. Dann haben wir noch Jalen Suggs, okay, in Rising Stars. Schönes Insert oder Parallel. Und dann haben wir noch Montage mit E-Book. Oh, sieht aber auch geil aus. Sieht anders aus als die Montage vor. Und dann haben wir nochmal Trey Mann Rookie. Kate Rookie nimmt man auch mit und nochmal, also Kawhi Leonard war da, echt viele Karten dann dabei. Nicht nummeriert. Auch nicht nummeriert und auch nicht nummeriert. Es geht weiter mit Jaylen Brown, D'Angelo Russell, McDaniels, Rajon Rondo. Bei den Cavaliers. Nassir Little, Paul George, Vukušević, Second Year, Jaren Jackson Jr. und dann nochmal, ich glaube, das ist nochmal Chris Paul. Aber das ist ganz normal, das ist keine All-NBA-Karte. Dann die nächste ist Celtics. Eieiei, Derrick White, jetzt geht's ein bisschen bergab hier. Dann haben wir noch Montage. Okay, das ist ein Bonus für die Kings schon. Auch All-Star. Moments. Boah, kennt man gar nicht von lauter Disco. Chris Paul, okay, nice. Suns Veteran fires on all cylinders in West Finals. Okay, naja, da sind sie reingekommen. Muss man nachher gucken, ob es mal haltet. Dann haben wir noch Scotty Barnes, nimmt man gerne mit. Rookie, James Bucknight Rookie und Davion Mitchell Rookie. Und zwar National Pride Rookie. Wunderbar. Ja, man hofft ja immer drauf, dass da eine von denen nummeriert ist, aber da ist die Hoffnung. Ah ne, die ist nummeriert. Oh Mann, Derrick White zu 99. Na gut, okay, Bruchkarte. Aber okay, wollen wir nicht meckern, da haben wir vor echt gute abgesandt. Terry Rozier, Draymond Green, Cameron Payne, Robert Covington, Miles Turner, DeJounte Murray, Jason Tatum, nice, Frank Jackson, okay, da haben wir ein bisschen schnell gemacht. Devin Booker, schön im Parallel, dann haben wir Anthony Simmons, das ist Rookie, oder? Dann haben wir noch eine Montage. SGA. Dann haben wir noch eine Montage. Oh, die nehmen wir aber gerne mit. LeBron James, schöne Karte. Schöne Montage. Dann haben wir noch eine National Pride gleich hinterher mit Cameron Thomas, Rookie. Corey Kispert und Usman Garuba. Also die Box hat auch echt schöne, viele Karten, sowas kommt mir auch entgegen. Ja, Ant-Man, auch gut, Devin Wessel, das ist ein anderes Cover als vor, Mo Bamba, Julius Randle, Porzingis, Jokic, so, wir müssen aufpassen, DeAndre Ayton, Bradley Beal, so, jetzt gehen die Parallels los, da haben wir Mr. Zach LaVine. Scheint noch kein Parallel zu sein. Boah, bitte Franz. Oh ja, das ist Franz. Oh, schöne Karte. Rookie Franz in einem Parallel.
Und dann gucken wir in die Montage rein. Da haben wir Ja Morant auch gut. Ah, schade, die hätte ich gerne nummeriert gesehen. Montage Ja nehmen wir auch mit. Oh, was haben wir hier? Acetat. Was ist denn das für eine coole Karte? Das habe ich noch nie gesehen. Boah, vor allem die ist auch noch so dick. Okay. Meine Güte. Damian Lillard. Also das ist ja echt eine geile Karte. Translucence. Boah, vor allem so dick. Sieht man das irgendwie? Richtig geil. So, dann haben wir noch ein paar Rookie. Dayron Sharp, Jalen Green, National Pride, jawohl. Und Jalen Sachs nehmen wir auch noch mit. Coole Rookie. Achuva, oh, da geht's schon los mit den Parallels. Und wir haben Isaiah Stewart, schwierig. Wir haben von den Pacers TJ McConnell. Mhm. Also mit oder ohne Handschuhen schwierig zu. Dann haben wir noch Moments. Das ist das Celtic. Boah, das ist ja cool. Und warum ist das cool? Will ich gleich mal nochmal reinschreiben, weil davon habe ich. Da kann ich euch gleich mal was zeigen. Und zwar Magic ist da zur Verabschiedung von Bird gekommen. Sehr geiler Moment. Das ist ja eine richtig coole Karte. So, hier geht's weiter mit, das ist doch Sachs nochmal, mit Introductions. Und wenn die nicht nummeriert ist, dann weiß ich aber auch nicht. Oh, Finals MVP, LeBron James, das sieht ja richtig cool aus. Habe ich mal eine von Dirk gesehen. Joel Embiid, All-NBA und wir haben noch Chris Duarte. So, und jetzt schauen wir. Schon mal was gelesen. Ah ja, nehme ich auch mit Josh Giddey. Schönes Ding. Und dann haben wir noch Kyrie Irving in All-NBA. Da ist er noch ein bisschen von weg. Aktuell, aber vielleicht kommt er dann nochmal hin. Dann haben wir nochmal Jalen Sachs in der Introductions, die vor so mega aussah. Dann haben wir nochmal eine Montage, oder was ist das? Ne, Moments mit Chris Paul. Dieselbe Karte, die vorher ganz anders aussah. Ah, dann haben wir nochmal All-NBA, LBJ, Davion Mitchell und nochmal Kate Cunningham als Rookie. Okay, also wir haben echt viele uns schöne Karten gezogen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir machen jetzt keinen Summary oder so irgendwas. Aber wir sehen uns beim nächsten Video.